Oh, hallo mein Freund, wie geht's dir? Schlechtes Timing für dich. Aber er musste ja irgendwie reagieren. Er musste einfach. Kommt da noch wer? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben es überstanden. Doch, da sind noch drei. Aber die haben mal ganz kurz zu warten. Ich möchte gerade mal unseren Kram hier zusammenlegen. Nein, 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 nein. Kampfflinte. So, die können wir damit nicht reparieren. Schade eigentlich. Die aber. Können wir die Messer schon zusammenlegen? Auch nicht. Das Messer irgendwie vielleicht? Nee. Eine verzwickte Angelegenheit hier. Aber cool. Aber cool. Nein, ein Heckenschützengewehr. Damit können wir unser aktuelles reparieren. Hoffe ich doch mal. Wobei, das ist ja gerade repariert von Moira. Und so viel haben wir damit noch gar nicht geballert, oder? Oder doch? Ja, wir können es tatsächlich trotzdem reparieren. Moira, Moira, Moira. Das zur Qualität deiner Reparaturfertigkeiten. Aber wir haben ja keine andere Wahl. Wir müssen unseren Kram irgendwo reparieren lassen. Und es bietet sich halt an, ne? Es bietet sich halt an, zu Moira zu gehen, weil wir da sowieso einen Großteil unseres Handels vollziehen. Los, gib ihm! Oh, der hält aber gut aus, ne? Liegt aber auch so ein bisschen an der Distanz. Auf Distanz bringt die Kampfflinte nicht wirklich viel. Was hätten wir da noch so? Oh, das chinesische Sturmgewehr. Warum nicht? Warum denn nicht? Wo seid ihr denn alle hin? Wo seid ihr denn hin? Geht doch. Geht doch. Aua. Wow. Was sind das für Geräusche? Hört sich sehr komisch an. Von wo kam das? Okay. Und du bist der letzte Raider. Alter Schwede. Das ist schon hart, ne? Waren das alle? Ich glaube ja. Frohes Looten. Schön von oben nach unten. Den hatten wir jetzt schon, ne? Nee, doch nicht. Ein Glück habe ich nachgeguckt. Ich hätte es mir niemals verziehen, 10mm Munition einfach liegen zu lassen. Ich glaube, wir bekommen irgendwann ein benahmtes 10mm Maschinenpistölchen und das ist ganz cool. Aber bis dahin ist noch ein bisschen. Dann komme ich an den ran vielleicht zum Loot oder an sie hier. Oh Gott. Na, dann halt nicht. Dann halt nicht. So, nehme ich. Nein, ist zu billig. Die Jagdflinte, ja. Zum Reparieren, Kippen und Schrotmuni. Gerne. Gerne, gerne, gerne. Und dann eigentlich nur noch nach unten, ne? Wobei, da lagen ja zwei, ne? Da lagen ja zwei. Ich muss den richtigen anklicken. Nee, da liegt nur einer. Der andere... Doch, der muss da auch sein. Achso, ich muss das abgesäbelte Bein anklicken. Egal, egal. Egal! Nehmen wir doch einfach den hier. Der lootet sich genauso gut. Nein, 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 nein. Brauchen wir nicht. Na, lässt er mich mal vorbei, du. Elektrischer Leiter. Aber Altmetall, natürlich. Schön das Altmetall einstecken. Und hier noch ein bisschen Muni. Und Minen. Benutze ich zwar nie, aber... Naja. Vielleicht irgendwann einmal. Wir haben ja großen Nutzen von den Minen ziehen können, als wir das erste Mal in Good Old Olney waren. Aber das hat uns auch nicht geholfen, weil... Nun ja. Wir waren einfach noch viel zu klein und unerfahren. Fallout 3 technisch gesehen waren wir ja noch ein Baby, als wir da in Old Olney waren. Und die miesen Todeskrallen, naja, die waren halt viel, viel zu groß und hatten kein Mitleid mit uns. Diese miesen Viecher, aber man sieht sich ja immer zweimal im Leben, ne? Und diesmal oder beim nächsten Mal werden wir dann vorbereitet sein. Aber okay, ich glaube, wir sind hier durch. Wir können uns dem nächsten leeren Dreieck nähern. Und ich bin jetzt schon gespannt, was uns da erwartet. Schauen wir doch mal auf den Radar. Wie spät ist es eigentlich? 8 Uhr am Morgen. Ist in Ordnung. Nehmen wir, regnet ein bisschen. Aber das ist ja nicht schlimm. So, wir könnten jetzt nach Süden weiter. Da ist ein leeres Dreieck, da ist ein Gegner. Wir können die XP gut gebrauchen, damit wir umso schneller uns Fifi 2 holen können. Dann irgendwann einmal.
Sind da zwei Bären? Oh ja, das ist ja klasse. Ja, das ist nicht so klasse, aber wir hauen einfach mal rein. Gatling Laser 80 Schuss, das ist nicht viel. Wo hatten wir eigentlich den Gatling Laser? Auf der 5? Ne, auf der 6 hatten wir den Gatling Laser. Ich packe ihn da wieder hin. Und auf 5 wird dann der Flammenwerfer sein. Wir bereiten uns vor, indem wir ein wenig Bärenfleisch futtern. Das habe ich extra aufgehoben, wegen plus 10% Schaden. Psycho macht natürlich plus 25% Schaden, aber plus 10% Schaden für Umme, für so ein bisschen Fleisch, was nicht abhängig macht, ist schon eine coole Sache, ne? Und wir kriegen ja gleich Neues. Also, los geht's. Boom! Hi. Na? Ja, genau so. Guten Morgen, Ödler. Katsching. Hat der andere schon Lunter gerochen? Nein. Der ist noch unvorbereitet. Kritisch. Schleichend. Vielleicht. Boom. Ah, herrlich. So ein bisschen die Bärenjagd verfolgen am Morgen. Oh Gott, hallo. Heftig. Waren das die einzigsten Bären hier im Umland? Gehören sie jetzt wieder zur bedrohten Tierart? Ich will auch mal hoffen. Umso einfacher, umso sicherer können wir hier durchs Ödland ziehen. Schön, alles mitnehmen. Na gut, dann können wir weiter. Richtung Süden, ne? Da ein leeres Dreieck. Vielleicht da drüben schon das Zelt. Das könnte es wirklich sein, ne? So ein kleines Zwischenlager. Oh, eine Todeskralle. Sind wir noch gebufft? Wie lange hält eigentlich das Fleisch? Steht das da? Nicht wirklich, ne? Wie so eine normale Mahlzeit, tippe ich mal. Aber wir sind noch gebufft. Wir sind gebufft. Und das sollten wir natürlich dementsprechend ausnutzen. Oder wir gucken uns erst diesen epischen Kampf an zwischen dem Red Riesenskorpion und der Todeskralle. Ja, nee, okay, alles klar. War abzusehen, ne? Die Todeskralle ist nun mal der ultimative Jäger des Ödlands. Okay, wir müssen manuell zielen. Boom, Schakalaka! Haben wir überhaupt getroffen? Ich weiß gar nicht. Haut sie jetzt ab? Nein, ist doch nicht dein Ernst, oder, Todeskralle? Ist doch nicht dein... Oh, oh. Oh, oh. Wir haben keine Scharfschützenmuni mehr. Oh, 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 oh. Ha! Ha! Eat this! Stirb, Todeskralle! Wir müssen sie behindert machen. Verdammt, das war ziemlich unklug von mir. Wir müssen sie behindert machen. Bitte. Bitte sei gleich behindert. Verkrüppelt, meine ich natürlich. Oh Gott! Oh Gott! Das hat niemand gesehen, falls wir sterben. Oh Gott sei Dank. Wir haben sie verkrüppelt. Hallo! Und genau so müssen wir in Old Olney das nächste Mal vorgehen. Aber immer schön eine Todeskralle nach der anderen. Dann wird das schon. Da ist noch ein Hirnroboter. Ein Hirnroboter! Da drüben. Speichern. Falsche Waffe. Aber ich glaube, den können wir erstmal ignorieren. Gucken wir uns doch erstmal dieses Zelt an. Es sieht mysteriös aus. Mysteriös und vielversprechend. Ist aber nicht die Ortschaft, ne? Ist nicht das leere Dreieck. Das ist da weiter irgendwo hinten. Na gut, dann erstmal ins Zelt rein. Ui, Nuka-Cola. Sehr schön. Hat sich schon mal gelohnt für mich. Und wir können schlafen. Gott sei Dank habe ich mich noch nicht geheilt. Ne Nuka-Cola Quantum. Und... naja, ein paar Pfeile. Und die Musik ist schon wieder weg. Warte mal. Ah, da ist sie ja. Hey, hat sie sich versteckt ein wenig. Wir mussten sie hervorlocken. Nikola Tesla und sie. Gleich mal lesen. Gleich mal lesen. Das war doch Energiewaffen, ne? Natürlich. Nikola Tesla und sie. Yay, Energiewaffen um 1 erhöht. Wie viel haben wir denn jetzt? Wie viel haben wir denn jetzt? 93? Okay, da brauchen wir keine Punkte mehr drauf vergeben. Wir können dann weiter auf Feilschen und große Waffen gehen. Und dann irgendwann, ach naja, irgendwann haben wir alles ziemlich gut ausgebaut, würde ich sagen. Kommt Zeit, kommt Rat. Noch was, vielleicht? Wem gehört eigentlich das Zelt? Nicht, dass der Eigentümer bald zurückkommt oder so. Dann haben wir ein Problem, ne? Aber okay, ich schlafe mal ein bisschen.
Ein Stündchen. Wir haben ja noch viel Zeit heute. Den ganzen Tag können wir uns hier dem Looten, Leveln und Erkunden widmen. Also ich finde es super. Wir machen weiter. Sind wir in der richtigen Klamotte? Ja, im Mantel-Outfit plus die Schleicherkapuze aus Oasis. Da ist noch ein Skorpion. Na, wir gucken erstmal. Immer schön die Karte im Auge behalten. Nicht zu sehr nach Süden abdriften. Wir wollen erstmal bis an den Rand ran. Yay, Giftdrüsen! Die bringen Kohle, jede Menge Kronkorken. Ah, da ist die Ortschaft. Was ist das? Ein weiterer mysteriöser Ort. Aber vorsichtig, vorsichtig. Na, alles klar bei euch? Besetzt. Die haben mich schon gesehen, ne? Vorsicht. Vorsicht, ja, ist wirklich angesagt gerade. Haben wir noch Yao Guai Bärfleisch? Oder wirkt das andere Fleisch noch? Ich glaube nicht. Wir haben ein Stündchen geschlafen. Das wäre schon... Naja, das wäre schon Langzeitfleisch. Aber ich habe mal sowas Erschreckendes gehört. Ich glaube, das war eine Verschwörungstheorie, dass rotes Fleisch über Jahre im Darm bleibt. Also teilweise. Gut, da könnte vielleicht was dran sein, ne? Die ganzen Enzyme und so. Aber egal. Hauen wir uns mal Bärenfutter rein. Ich bin da nicht der Fachmann. Stopp. Falsche Tasten. Abbrechen. So, jetzt so. So, hallo. Ihr miesen Supermutanten. Boom. Oh, der hat gesessen. Da kommt er angelaufen. Oh, oh. Nein, hör auf, nicht werfen mit Granaten, du mieser Hund, du. Ist okay. Habe ich ein bisschen mit gerechnet. Aber jetzt. Mit der Kampfflinte auf den Kopf. Ja, hallo. Schön gemacht. Kampfflinte. Ein solides Stück Hardware, gerade für solche Situationen. Oh, wow. Wow. Seit wann haben die Maulwurfsratten im Team? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Damit hat niemand gerechnet. Wow, stopp. Meine Güte. Habt ihr wenigstens Kronkorken dabei? Nicht wirklich. Nicht eine einzige Kronkorken-Münze. Naja gut, nicht einen einzigen Kronkorken. Streichen wir das aus dem Protokoll. Noch einer? Da liegt er, genau, stimmt. Ich hatte mich schon gewundert gehabt. Hat der was für uns? Nein, einen Vorschlaghammer, den kannst du behalten. Den würde ich nicht mal in Fallout... Oh! Nicht mal in Fallout 76 würde ich den zum Zerlegen mitnehmen. Na gut, vielleicht wenn wir ganz, ganz viel Langeweile hätten und Modifikationen sammeln würden für Waffen, die wir sowieso nie benutzen würden. Wobei, aktuell habe ich ja 10 Perk-Karten noch zum Freischalten bei Fallout 76. Da könnte man ja mal so just for fun einen Nahkampf-Loadout zusammenbasteln. Und dafür bräuchte man natürlich dann eine optimale Nahkampfwaffe. Ich schreibe mir das mal auf, mental, in meine mentale Notizliste. Mason Dixon Schrottplatz. Oh, noch ein Schrottplatz. Gibt's hier noch einen Hund vielleicht? Schön wär's ja, ne? Aber wir kriegen unseren Hund. In einem Level. Level 22 brauchen wir. Fleisch wirkt nicht mehr. Na toll. Hat er noch mehr Fleisch? Hau rein. Entschuldigung, ich wollte nicht aufstoßen. Ist jetzt hier gerade die Diät-Cola. So viel Kohlensäure. Aber ich trinke sie gerne. Am liebsten Sherry. Aber Zitrone ist auch lecker, ne? Aber ich sag jetzt nicht, welche Marke. Aber es hat mit dem Weihnachtsmann zu tun. Jetzt ist aber genug. Oh, hi. Hallöchen. Überfall. Kritischer Schleichangriff. Will doch mal hoffen. Wie bitte? Das ist ja der ultimative Krieger hier. Herr der Supermutant. Bist du der Chef hier? Boom. Er war der Chef. Glaube ich. Glaube ich wirklich. Na? Oh. Ein Zentaure. Alter. Aber ich glaube, wir haben die Geisel gerettet hier, ne? Da ist nämlich eine Geisel, da rechts. Hab mich auch so ein bisschen überrascht.
Nein, brauche ich gar nichts von. Hast du was für uns? Nee. Nur blutige Fratzklumpen. Und mit denen kann wirklich niemand was anfangen. Hey, da oben, da ist schon wieder einer. Wo habt ihr euch versteckt? Ihr Halunken, ihr. Ich komm gleich, auf zu heulen. Du bist doch schon gerettet. Ah, eine Blähfliege. Er hat sich gerade mit einer Blähfliege angelegt gehabt. Vielleicht ist er noch in der Ausbildung oder so. Ein Supermutanten-Azubi. Boom. Oh! Mit der haben wir jetzt richtig zu kämpfen gehabt. Mit der Blähfliege. Das sind die wahren Herrscher über das Ödland. Ich habe das schon mal theoretisiert, vor vielen Jahren. In einem Fallout 4 Stream. Nee, brauchen wir nichts von. Das sind wirklich die wahren Herrscher hier. Über das Atom. Oh. Da steht er. Und ich habe nichts mit Reichweite. Naja, so ein bisschen hier. Ja, genau, hier unser Scharfschützen-Flammenwerfer. Okay, dann mit dem chinesischen Sturmgewehr. Und wir müssen uns ranschleichen. Kommen wir hier an die Hütte ran, eventuell? Renne! Von Deckung zu Deckung. Wenn Fallout 3 zu einem Deckungsshooter mutiert, dann muss wirklich viel schiefgelaufen sein. Aber so ist das halt manchmal, ne? Vorsichtig, ja. Jetzt darüber. Lauf! Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie Marcus Fenix bei Gears of War. Aber jetzt. Schön. Direkt. Frontalangriff. Hi, wie geht's dir? Alles klar? Wir haben es gleich geschafft. Oh, doch nicht. Du bist ja stark. Du bist ja richtig stark. Warte mal, wir zirkeln hier so ein bisschen um die Ecke rum. Oh. Der Reifen wollte uns nicht vorbeilassen. Wie kann er nur? Mehr Bärfleisch? Ja, warum eigentlich nicht, ne? Noch mehr Bärfleisch. Und dann nochmal schön von vorne. AP aufladen und dann, go! Hi. Ich würde die Minigun gern haben. Die ist zwar schwer, bringt aber viele Kronkorken und ist theoretisch von der Bilanz her akzeptabel. Ich sag nicht gut, aber auf jeden Fall akzeptabel. Ja, Mensch, du siehst doch, dass ich beschäftigt bin, das gibt's doch nicht. Also wirklich. Wegen dir sind wir doch hier. Schieß! Noch ein Schuss! Schieß! Oh, meine Güte. So, endlich. Finally. Eine neue Minigun. Also ich hoffe zumindest, dass die Minigun hier von der Bilanz her stimmt. 180 müsste sie bringen. Wie? Wie bitte was? Die ist ja fast nichts wert. Die ist ja völlig im Eimer. Haben wir eine Minigun dabei, die wir reparieren wollen? Nein, nicht wirklich. Dann muss sie liegen bleiben. So leid es mir auch tut. Echt schade. Aber jetzt retten wir erstmal die Dame. Die hat schon einen richtigen Nervenzusammenbruch. Jemand muss mir helfen. Die Hallöchen. Ich sag doch, ich komm vorbei. Ich war doch nur beschäftigt, ne? Danke, wer immer Sie sind, vielen Dank. Wenn ich denke, was die mir antun wollten. Gut, alles, was ich Ihnen anbieten kann, sind diese Vorräte. Ich weiß nicht, warum Sie sie mir noch nicht längst weggenommen haben. Egal, Sie brauchen es dringender. Gehen Sie. Stimmt, da draußen ist es gefährlich. Ich muss jetzt gehen, bevor noch mehr von Ihnen kommen. Okay, Sie haben Karma dazu gewonnen. Jeden Tag eine gute Tat. Hier gerade im Ödland ist das verdammt wichtig. Aber jetzt widmen wir uns erstmal den schönen Dingen hier. Und zwar dem Loot. Ich hoffe zumindest, dass wir hier guten Loot bekommen. Ein paar Hütchen gibt's ja. Hallo? Oh, ein Büchlein. Nikola Tesla und sie hatten wir ja gerade schon gefunden gehabt. Ah, aber die Musik ist schon wieder weg, ne? Oder? Nee, ist ganz leise gerade. Ist ganz leise gerade. Bin auch mal ein bisschen leiser. Umso mehr können wir hier den Ambient-Klängen von, wie hieß er nochmal? Enon Sur, glaube ich, heißt der Creator, der Macher vom Soundtrack von Fallout 3. Hat er gut gemacht, finde ich gut. Jetzt schon ein Nickerchen oder vielleicht erst in einer der anderen Hütten.
cool, cool, cool. Ich glaube, wir haben es, ne? Ich mach mal Licht an. Nicht, dass sich hier noch irgendwo was versteckt, wie lose Kronkorken. Ich hätte mir es nie verziehen, hätten wir die hier liegen gelassen. Das geht ja mal wohl nicht. Oh, hier ist noch ein Heft. Washingtoner Zeitschrift für Innere Medizin. Medizin plus 1 kann man immer gut gebrauchen. Aber wir wollen mehr.